Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiter natürlich mit Jan und Klaus, Klaus und Jan und Glabur und ich und... Und hi. Und wir laden jetzt die zweite Fuhre auf den Unimog. Schieben wir mal noch ein bisschen rüber. Ja, war schon. So, mehr nicht. Ja. Scheiße. Ja, so, nicht so weit. Muss die Gabel höher heben. Macht ihr da? Und einwinkeln. Nee, die Palette hat sich verkantet bei dir. Echt? Ja. Muss man nochmal runternehmen, nochmal neu reinstechen. So. Oh, reicht. So, mach mal fest, Klaus. Geht's. Hallo. Moin. Sind Sie fest? Husten geht nicht. Echt nicht? Kann ich nicht, nee. Oder schieb mal die andere Palette auf der anderen Seite ein bisschen wieder zurück. Weil ich kann nicht befestigen. Bö? Hier weg schon was. Kaka? Ja, aber er war ja auch fünffach die ganze Zeit spielen, Jan. Alter, rutschen die. Der Träger rutscht jetzt wie Sau, ne? Ja. War voll Kacke. Und Klaus? Ja. Hm. Schieb mal noch was? Ja, aber guck mal, jetzt bin ich schon viel, viel weiter. Ja, klar. Ja, kann ich nicht. Ich nehme die halbe mal wieder runter. Boah, wieso geht der Helfer denn? Echt? Ja. Mach grad gar nichts, der fährt. Jetzt ist er aus. Hätte ich mal nicht so sagen. Ja. Was? Kannst du jetzt? No. Nein, oder muss ich Trecker veranstellen? So. Oh. Ja, cool, ich kann ihn auf. Ja. Können wir denn, wenn wir die jetzt in der Mitte stehen würde, würde das gehen? Nö, nee, geht nicht. Kannst du denn damit fahren? Fahr mal. Oh, nicht aussteigen. Oh. Aber warum soll das jetzt nicht funktionieren? Die Schaufel konntest du doch auch festmachen. Ja, klar. Also den Sinn verstehe ich jetzt nicht so ganz, Klaus. So, jetzt ist er richtig drin. Gib mal Vollgas. Ja, dann rutscht er fast wieder raus. So, warte mal, jetzt mal offen machen. Nö, kann ich nicht befestigen. Ja, aber wie doof ist das denn? Oder probier du mal. Ladung befestigen, X. Nö. Ist die zu hoch? Verstehe ich nicht. Ja, die fällt fast runter, das kannst du ja vergessen. Ja, ja. Weil die nimmt keine Wolle. Ja, aber das wäre doch Bullshit. Wofür soll man den denn sonst benutzen? Na ja, klar. Also jetzt mal ganz ehrlich. Oh, was ist mit der Palette passiert? Ja, umgefallen. Hochständer.
Und das ist ja nur die kleine Palette, die du jetzt drauf hast. Ja. Probier sogar noch mal quer drauf zu stellen. Mhm. Scheiße, wie soll ich die denn jetzt hier wieder hinstellen? Reinpieken. Habe ich gerade schon probiert, geht nicht. Zieh sie hinter mir her. Klaus, mach mal bitte deinen Trecker aus. Das... Danke. Oh. Ding ist so laut. Das ist nichts. Deswegen kann er den auch nicht befestigen. Der ist schon wieder. Weil er nur die untersten zwei nimmt er. Zeigt er nur an. Was hast du, Jan? Ja, vielleicht schon wieder 8 Uhr. Ja, fährst du zurück, dass ich so quer. Mhm. Also den Sinn verstehe ich gerade überhaupt. Nicht. Überhaupt gar nicht. Weil eine Schaufel alles geht. Jetzt kann ich befestigen. Hä? Ja, jetzt befestigst du mich. Ja. Ja, klasse, Klaus. Jetzt musst du wegfahren. Verstehe ich nicht. Der muss das doch als Gegenstand erkennen. Weg mit dem Scheiß. Kein Bock jetzt hier. Das geht mir jetzt aber gerade auf die Eier, weil dafür haben wir das ja extra gedacht. Mein Gott, fahr doch einfach, du Scheißtrecker. So. Ich hab gedacht, du hättest mich gemeint. Nein. Das ist eine Guckerei mit dieser Palettengabel. Ja, macht Spaß. Nee. Und jetzt? Geht nicht. Immer noch nicht, oder was? Ja. Dann musst du vorsichtig fahren, Klaus. Okay. Mach die Klappen hoch vielleicht. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Aber mehr wie vorsichtig fahren kann ich auch nicht sagen dann. Wohin bringen wir das? Ach, Wolle da unten. Ach, das heißt ja. Ich will gar nicht heute von hier. Vollgas. Ja, verlierst du. Sag ich ja, verlier es nicht. Hauptsache, okay, du kannst fahr rein. Tempomat. Hauptsache, du kannst es reinfahren und er nimmt es. Dass es Klick macht. Kann man jetzt gleich sehen. Aber ich müsste richtig sein. Ach du Scheiße, ich muss bis da ganz unten runter. Ja. Och, leck mich am Arsch. Ja, viel Spaß. Schokolade ist ganz schön billig. Gucken, ob die Palette auch 80 aushält. Der, nicht, dass ich noch hinterher gurken muss. Schon wieder ein Remix vorbei? Was? Kann doch nicht sein. So, wollen wir mal die ganze Kuhscheiße hier rausholen. Aber das Tor ging ja automatisch auf, ja. Okay, mehr wie 2000 war noch nicht drin bei den Kühen, oder was? Gut. Lächerlich ist das denn? Ich kann ja schön in die Miste reinschaufeln. Ja, aber 2000 ist doch lächerlich. Auf jeden Fall. Muss gleich mal tanken. 91 Liter.
Ja, dann wird's, glaube ich, Zeit bei dem Großen. Ah, ist schon rot. Ich hab schon seit einer halben Stunde. Aber du hast ja eine Tanke bei dir jetzt da. Ja. Ja, ein Schweine muss ich auch noch entmisten gerade. Oh, das ist jetzt echt wenig. Ich glaube, wir haben jetzt 4000 oder was im Lager erst, Klaus. Mhm. Ja, 9600. Also das ist ja lächerlich. Mit Schweine. Also Mist kommt zu wenig bei rum. Ja. Und so wenig Tiere haben wir ja gar nicht. Nee. Ah nee, das ist der Schlachthof. Doch Schweine muss ich auch über die Bahn schieben. Von da kommt kein Zug und dann kommt von da auch keiner. Boah, Glück gehabt. Gut, das geht ja alles hier ziemlich schnell. Das liegt ja alles beisammen, aber... Warum denn Mist so wenig? Ja, deswegen hat er wahrscheinlich die Kompostanlage damit reingemacht. Aber das ist dann ja auch falsch. Ich will jetzt nicht flamen oder so. Oh, hier ist aber Mist drin. Oh, hier ist aber Mist drin. Oh, ja. Da haben wir gerade festgehangen. Ja, eine volle Schaufel habe ich schon mal. Oh, durchdrehende Räder. Allrad. Oh, der Sem reicht dafür nicht, Klaus. Was? Also anheben die Schaufel oder so kannst du nicht. Also. Dafür müssen wir uns den Deutz kaufen, den Fendt kaufen. Du kannst auch Frontlader an den M-Betrag machen, ne? Oh, das wäre natürlich auch sehr geil, ne? Hoffentlich kommt jetzt kein Zug. Ja, immer ein bisschen entmisten hier. Jetzt haben wir auf allen Mistanlagen 19.000 erst. Bei den Kühen musste man nicht entmisten, ne? Das ist sofort in den Misthaufen gegangen. Aha. Bei den richtigen Kühen, jetzt nicht Rinder. Ich glaube, bei den Kühen braucht man das nur. Aha. Nochmal 5.000 bei den Schweinen. Also Schweine ist echt viel gewesen. Ey, da war doch noch gar nichts. Oh. Na, hast die Palette verloren? Nee, da war gerade so am Lecken, war das, ne? Dass die Palette voll aus Unimog rausgegangen ist und back wieder rein. Ja, hast aber Glück gehabt. Oh, langsam um die Kurve. Na, na, na. Oh. 23.000, 24.000 haben wir jetzt schon bis. Das ist ein Anhänger. Da kannst du ja nichts mit begucken. Was muss ich denn noch? Ach du Scheiße. Oh, vorwärts. Nochmal 5000, okay. Wie viel ist denn hier noch drin? Bei wem? Bei den Schweinen. Alter Schwede. Das kann man ja nicht sehen. Du siehst ja nur das, was ich in den Misthaufen reinkippe. Wie viel hast du den Misthaufen schon reingekippt? Vierte oder fünfte Schaufel jetzt. Ja, aber steht aber Mist, das steht gerade mal 996. 29.669 haben wir jetzt Mist. Ja, dann zeigt 900 zeigt er jetzt noch an. Mhm. Ja, dann haben wir jetzt nur noch 900 bei den Schweinen drin. Ne? Dann zeigt er das nicht an, was du im Misthaufen hast. Ja, 969. Alter, so eine Gurkerei bist du den ja. Komischen Viechern da. Ja, was dann ärgerlich ist, dass du es halt nicht festmachen kannst, ja. Ne? Weil ihr wie um rohe Eier, ey. Ja. So. Mist ist jetzt komplett leer. Dann können wir den Sam hier hinstellen und dann bin ich fertig. Oh.
Orde. So. Licht aus. Dann können wir den hier nehmen. Oh, mal gucken, ob wir die Palette auch loswerden. Jo, Palette ist weg. Jo, 4800 gab's. Für eine halbe. Das ist gar nicht so wenig. Oh. Also ich fand das jetzt ziemlich viel. Na gut, das mit dem Entladen geht, aber das, was wie wir uns das aus, überlegt hatten, mit dem MB-Truck da runterknallen, wie so ein, mit dem Dingens, aber gut, den MB-Truck kann man hinten auch, glaube ich, was festschnallen, ne? Das weiß ich nicht. Nee, da kannst du nur hinten dieses Gewicht reinmachen. Aber ich verstehe es nicht, dass er das nicht festmacht. Juhu, 80 Klamotten. Na, endlich mal wieder, ne? Ja. Na, Jan ist gleich fertig. Ich glaube, der macht dann drei Kreuze am Kalender. Der ist ja lange noch nicht fertig. Mit den Großen ist er fertig, dann aber noch nicht. Ja, die zwei Kleinen, das ist einmal hin, einmal zurück, fertig. Ja. So, die Maschine ist immer noch voll, 32%. Ja, wir sagen aber auch wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator und wir hören uns morgen in alter Frische wieder. Bis dann, tschüss!